Ich habe übrigens auch schon angefangen, meinen Balkon zu bepflanzen. Ich habe letzte Woche Salat, Dill und Blumen für die Bienen gesät. Und ich bin schon gespannt, ob das was wird. Und jetzt fängt auch wieder die Saison im Bauerngarten an. Nächste Woche fahren wir das erste Mal wieder hin und da freue ich mich schon drauf. Ich dünge meine Zimmerpflanzen alle paar Wochen mit Kaffeedünger. Ich habe einfach den Kaffeesatz von heute Morgen nochmal mit kaltem Wasser aufgegossen. Und ich verwende nur die Flüssigkeit. Ich habe nämlich gelesen, man soll zumindest bei Zimmerpflanzen nicht das Pulver verwenden, weil sich das so langsam zersetzt und dann möglicherweise anfängt zu schimmeln. Deswegen verwende ich nur die Flüssigkeit. Das funktioniert auch mit Bananenschalen, das habe ich aber noch nicht probiert. Und das eignet sich natürlich auch nicht für alle Pflanzenarten, also das sollte man vorher recherchieren. Also ich muss heute noch arbeiten beim Film. Das wird ein langer Tag. Es geht um 14.30 Uhr los und es wird bis tief in die Nacht reingehen. Deswegen brauche ich auf jeden Fall zwei Mahlzeiten. Ich gehe davon aus, dass es vor Ort heute auch ein veganes Mittagessen geben wird, aber vorsichtshalber nehme ich immer zwei Mahlzeiten mit. Und zwar habe ich hier ein ganz einfaches Porridge. Ich habe dafür Haferflocken mit warmen Fenchelanis, Kümmeltee angerührt und das lässt man dann ziehen mit einer Prise Salz und dann dazu noch eine Tiefkühlbeerenmischung, die habe ich noch mit etwas Agavendicksaft gesüßt. Und dann habe ich hier Dinkel-Vollkornpasta mit einem Cashew-Rahmspinat. Ich habe erstmal Cashewkerne eingeweicht, dann lassen die sich nämlich leichter pürieren. Und die eingeweichten Cashewkerne habe ich dann mit etwas Wasser im Mixer ganz fein püriert, dass keine Stückchen mehr übrig bleiben, dass das wie ein Rahm ist. Und dann habe ich Spinat dazu gegeben und den auch nochmal fein gehackt im Mixer. Und dann habe ich etwas rote Zwiebel in Öl angeschwitzt und diese Cashew-Spinatmasse dazugegeben und das kurz aufgekocht und fertig. Also das dann noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Man könnte noch Muskat dazugeben. Das sind zwei Sachen, die ich sehr gerne mitnehme, wenn ich unterwegs bin, weil das kann man super einfach und schnell vorbereiten und das schmeckt eben nach mehreren Stunden auch noch richtig gut. Ich habe übrigens meinen Rock inzwischen kürzen lassen, den schwarzen Plissé-Rock, das habe ich euch im letzten Video erzählt. Es sind jetzt nur 5 cm runtergekommen. Ich habe mich da an meinem anderen Rock orientiert und die Länge gefällt mir so viel besser. Und es war auch gut, weil der unten an der Kante überall so kleine Löcher hatte, weil ich damit überall hängen geblieben bin, vor allem beim Fahrradfahren. Und genau dieser Teil wurde jetzt entfernt und jetzt sieht er wieder fast wie neu aus. Und das freut mich besonders, weil ich habe den vor 3,5 Jahren, vor fast 4 Jahren, habe ich den Secondhand auf Kleiderkreisel gekauft. Und ich freue mich, dass ich den jetzt noch eine Weile tragen kann. Ich habe mir jetzt übrigens für den Sommer auch wieder auf Kleiderkreisel bzw. Vinted, wie es ja jetzt heißt, ein Kleid gekauft. Ich hatte mal Lust auf was Helles, deswegen habe ich mir dieses beigefarbene Wickelkleid ausgesucht und ich muss das aber auch kürzen lassen. Ich habe das Problem bei Röcken und Kleidern immer, dass die mir irgendwie zu lang sind. Ich mit meinen 1,59 m, dann gehen die Sachen mir immer so halb über die Wade. Ich möchte aber so eine Midi-Länge bis zum Knie haben. Deswegen werde ich das die Tage auch zur Änderungsschneiderei bringen. Ich habe mir jetzt noch schnell ein Mittagessen gekocht, also eigentlich ist es mein Frühstück, es ist meine erste Mahlzeit, aber es ist jetzt schon 1:30. Das wollte ich jetzt noch essen, bevor ich zur Arbeit fahre. Ich habe Tofu angebraten, eine Möhre angebraten, weißen Basmati-Reis gekocht und dazu eine ganz einfache Erdnusssoße mit Wasser und Salz und Pfeffer. Ich wollte noch mal ganz kurz ein paar Worte zur Compasserie sagen, weil da
oft nachgefragt wird, wie man das machen kann. Und ja, ich habe natürlich jetzt nur Erfahrung hier in Berlin, also weiß, welche Agenturen es hier gibt, aber ich gehe davon aus, dass es in jeder größeren Stadt Komparsenagenturen gibt. Das würde ich einfach mal online recherchieren, ob es da für eure Region oder eure Stadt entsprechende Agenturen gibt. Registrieren kann sich da eigentlich jeder. Und es ist auch meistens kostenlos. Manchmal muss man irgendwie 10 Euro Bearbeitungsgebühr bei der Anmeldung zahlen. Manchmal gibt es auch einen kleinen Jahresbeitrag. Aber die Agenturen, bei denen ich bin, sind zum Beispiel alle kostenlos. Und ja, ich würde euch empfehlen, eure Bilder regelmäßig zu aktualisieren, also mindestens einmal im Jahr. Und vor allem euer Profil möglichst genau auszufüllen. Also gebt alle Besonderheiten und auch Fähigkeiten an, die ihr habt. Ich habe zum Beispiel auch angegeben, dass ich Kellnererfahrung habe und deswegen bekomme ich oft Anfragen als Kellnerin. Oder ich habe meine Kamera auch angegeben und deswegen werde ich oft als Journalistin gebucht zusammen mit meiner Kamera. Dafür gibt es dann auch immer etwas extra Geld. Ja, ansonsten solltet ihr zeitlich möglichst flexibel sein. Also es wird wahrscheinlich schwierig, wenn ihr einen 9-to-5-Job habt. Aber dann habt ihr vielleicht auch eh keine Lust, dann noch zusätzlich irgendwie zu drehen. Drehtage sind nämlich auch ganz schön lang und anstrengend. Also nicht immer, aber meistens schon. Die gehen in der Regel 10,75 Stunden. Dafür wird man pauschal meistens bezahlt, egal ob man 5 Stunden da war oder 10 Stunden. Ich halte mich ja auch immer sehr bedeckt, bei welchen Produktionen ich jetzt genau dabei war. Oft ist es so, dass es sowieso eher streng geheim ist, dass gar nicht gewünscht wird, dass man irgendwie viel darüber redet. Manchmal muss man eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Fotografieren ist am Set sowieso auch streng verboten. Ja, also es wäre auch einfach übertrieben, das groß anzukündigen, weil man als Komparse jetzt nicht groß rauskommt. Also das sollte euch auch bewusst sein. Man ist bestenfalls irgendwie kurz im Hintergrund zu sehen, oftmals auch unscharf. Ihr könnt davon ausgehen, dass davon Fernsehfilmen, Krimis, Komödien und so weiter bis hin zu Netflix-Serien oder auch amerikanischen Produktionen alles dabei ist. Man sollte etwas Geduld mitbringen, man muss oft am Set viel warten. Manchmal ist es aber auch so, dass man die ganze Zeit am Set ist und sich eine Pause wünscht, in der man warten kann. Ja, und mir macht das total viel Spaß. Für mich ist das ein Hobby. Für mich ist das ein schöner Ausgleich zu der ganzen Zeit, die ich alleine zu Hause verbringe. Also da kommt man unter Menschen. Natürlich gibt es strenge Corona-Auflagen. Also man wird immer vorher getestet. Manchmal wird auch noch die Temperatur gemessen. Man muss Maske am Set tragen. Die darf man immer nur ganz kurz während der Aufnahme abnehmen. Also man hat eine nette kleine Nebeneinkunft, wenn man das regelmäßig macht. Ich drehe in letzter Zeit immer so 3 bis 4 Mal im Monat und das lohnt sich dann schon. Ja, also wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann beantworte ich das entweder in den Kommentaren oder ich mache dazu nochmal ein extra Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!